Hallo, schönen guten Morgen. Samstag, der 11.3. heute, 12 Uhr ungefähr. 12.30 Uhr vielleicht. 10, 11 Grad, es wird wärmer. Ich will jetzt nochmal die letzten zwei Zardanfolger durchschauen, einen Sheet einhängen, Baurahmen versetzen. Ja, was soll ich sagen? Ich fahre eben gerade zum Bienen hier. Ich habe über den Winter hin so ein paar Insektengästen sind es nett, Nisthilfen für Wildvögel aufgehängt. Und was muss ich sagen? Irgendein Freund der Sonne, jemand, der anscheinend irgendwie Langeweile hat, ist der Meinung, einen Nistkasten abhängen zu müssen, in die Ecke zu legen. Sind Schwelger-Nistkästen mit einem abnehmbaren Flugloch. Ja, und das Flugloch lag dann unversehrt, aber natürlich geöffnet. Das Metallstück war umgebogen. 10 Meter daneben irgendwo in der Wiese drin. Ich finde es ein bisschen schwach, ganz schwach. Gerade die Vögel, die suchen sich jetzt im Frühjahr ihre Nistkästen und da dann irgendwie eine Störung machen. Naja, scheint heutzutage so normal zu sein. Moped fahren und was weiß ich nicht, alle saufen, kiffen. Gibt so ein paar Blödmänner. Ist halt so, wie es ist. Naja, lassen wir uns aber dann davon nicht ablenken. Ich habe das gefunden, ich habe es da angehängt. Ich nehme euch jetzt mal mit dran und dann gucken wir mal. Ich bin heute beim Wochenendhäusern, nennt sie es. Und da werde ich dann mal ein Filmchen drehen, wie ich das Teil einenge und den Sheet setze. Bis gleich. Hallo, sind wir wieder. Deckel haben wir schon mal abgemacht. Schauen wir mal rein. Sieht eigentlich recht gut aus von der Volksstärke. Kleines bisschen Rauch unten drunter. Hört auch schon gleich, wie die Bienen ein bisschen aufbrausen innen drin. Machen wir ins Flugloch. So richtig geht das aber nicht. Naja, haben es versucht. Naja, also. Plan ist jetzt, Volk mal ein bisschen grob durchgucken. Sehe gerade, der Baurahmen hängt hier. Wir werden dann wahrscheinlich den Baurahmen hier rüber hängen. Futterwabe lassen, Baurahmen, Volk an den Baurahmen dran, dass die das leer tragen. Ja, und dann anschließend hier drüben unsere restlichen Futterwaben hinhängen. Und da können die Mädels dann machen, was sie wollen. Aber da habe ich jetzt keinen Plan, wie die sind. Da ziehe ich hier mal bei denen Schleier auf. Unsere Klipperhandschuhe haben wir schon an oder Klebehandschuhe. Gucken wir mal, machen wir mal auf. So, sind jetzt natürlich ein kleines bisschen nervöser. Dann schauen wir mal. Wie immer ziehen wir erstmal unsere Randwabe, die Platz haben im Volk und nicht Bienen rum. Rumschieben. Randwabe stemme hier an der Seite hin. Sagen Sie immer so schön zack. 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 Futter noch drauf. So Bauwabe. Ich sehe nicht. Königin hat noch nicht angefangen zu stiften, aber es sind auf jeden Fall Drohnenwaben. Die werden die Bienen jetzt dann auch gleich ziemlich zu Anfang leer nachtragen, weil die Königin, wie gesagt, Pheromone, Bienen. Noch mal ein paar Bienen. Häng mal an der Seite, da ist noch keine Brut drauf. Auf der Suche nach der Brut. Da ist Brut, verdeckelte Brut. Wir werden die andere Wabe jetzt noch mal genau anschauen. Auch noch mal verdeckelte Brut. Markus, du siehst. Ich halte mal die Bienen in die Kamera.
Wir schauen hier noch mal. Oh ne, hier sind noch keine Stifte zu sehen. Also doch an die Seite. Haben wir natürlich vor das Stativ getreten. Gut. Gut. Oh, hier ist die Königin. Schön mittig zu sehen. Jetzt vergräbt sie sich so ein kleines bisschen. Ein weißer Punkt. Markus, siehst du, das ist Königin. Da schwänzelt sie rum. Und ist am Stiften. Stiftemaden. Die sind auch Stiftemade. Maden, hier wird es brutnass, bis hierhin geht's. Man sieht hier schön, hier oben wurde schon leer getragen. Da haben die Bienen im Prinzip das, was sie aufgebaut haben, schon weggebissen. Also wie gesagt, da sind Stifte drauf. Kleine Maden, weiß nicht, ob man sieht. Die Made im Speck, so gesagt. Königin jetzt Lust hat, kann die hier weiter stiften. Ja, hier, ich hatte es mir gedacht, das ist jetzt eine reine Futterwabe, verdeckeltes Futter noch drauf. Die Wabe, da hat ja wie gesagt die Königin schon angefangen oder ihre Pheromone gedrückt. Die schieben wir hier mit dran. Wieder ein bisschen bewegt. Natürlich auch. Was hier zu sehen ist, die Eindellung. Ich habe ja im letzten Jahr im Herbst meine Futterkranzprobe gezogen. Für Fallbrutmonitoring. Mal offenes Futter, bleiben hier hinten hängen. Nehmen das mal dran. Jetzt setzen wir unser Sheet. Setzen das Sheet, schieben dann natürlich unsere Futterwaben hier hinten dran. Noch mal ein kleines bisschen Platz, weil die Bienen wollen für ihren Drohnenbau etwas mehr Platz haben. Kann man ruhig ein kleines bisschen mehr Platz hier geben. So, also wir haben Futterwabe, Drohnenwabe 1, 2, 3 mit Brut. Stifte offen verdeckelt. Dann haben wir hier eine halb und halb, sage ich jetzt mal. Ein Teil Futter noch drin und ein Teil ist auch schon freigeräumt. Da kann dann die Königin weiterlegen. Dann haben wir drei Stück hier dran, wo noch Futter drin ist. Und da können die Bienen ein bisschen noch arbeiten. Die werden sich das dann rüberholen, wie sie es brauchen. Den Überbau lassen wir im Moment noch drauf, damit die Bienen im schlimmsten Fall noch mal ihre Traube bilden können und können von Wabe zu Wabe gehen. Ja, AFB, amerikanische Faulbrut, läuft in Hessen so ab. Halt, gefällt mir nicht. Ich mach das mal ein kleines bisschen höher.
Fallbrot läuft in Hessen so ab. Andere Bundesländer, was gehandhabt, die müssen im Frühjahr für Gesundheitszeugnis die ein BSV holen. Der zieht dann auch beim Schauen auf ein klinisches Brutbild oder eine klinische Erkrankung, ob was da ist, zieht er auch eine Futterkranzprobe, hat den großen Nachteil, jetzt kommen die ganzen Hobbyimker, die Königinnenzucht machen wollen und alles drum und dran, und die ziehen ihre Futterkranzprobe, dann kommen die Berufsimker, die Institute, die sowas auswerten, die sind auch nicht so stark besetzt, die behalten nicht, ja, keine Ahnung, 30, 40 Leute vor, die dann so, ja, das beproben können. Es würde zu einem Stau kommen im Frühjahr. Der Berufsimker muss unter Umständen relativ lange warten auf sein Gesundheitszeugnis und kann in der Zeit nicht wandern. Hessen wird, wie gesagt, so gemacht, es wird im Herbst ziehen die Vereine, die bekommen ein gewisses Kontingent nach Mitgliederstärke. Bei 60 aktiven Mitgliedern ist das Kontingent um die 4 Futterkranzproben. Die können die Imker kostenlos einschicken. Es wird also, wie gesagt, eine Futterkranzprobe gezogen. Im Felsberg, wo ich noch im Verein war, wurden 4 Stück gezogen. Die waren alle negativ, also es war nichts zu finden. Und daraus wird ein Monitoring gemacht. Und im Land Hessen, man sagt dann, wenn wir über das Land Hessen flächendeckend Futterkranzproben gezogen haben, und die sind alle negativ vom Befund, dann brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch im Frühjahr. Dann können wir sagen, der BSV geht raus, schaut sich das Brutbild an auf klinische Erkrankungen. Sind keine klinischen Erkrankungen vorhanden, sprich die Brut sieht in Ordnung aus, wird ein gesund. Gibt es ja so eine schöne Seite, wo man Tierseuchen sich anschauen kann. Das Tierseuchengeschehen. Und Hessen ist da eigentlich gar nicht so stark betroffen von. Obwohl da nicht die Welt an Futterkranzproben. Hoffen wir, ihr raucht gerade nicht so schlimm ein. Auch wenn in Hessen nicht die Masse an Futterkranzproben gezogen wird, im Frühjahr, jedenfalls beim Gesundheitszeugnis, sind doch gar nicht mal so viel Faulbrot im Lande Hessen unterwegs. Also ich denke mal, das ist eigentlich auch ein guter Anreiz, sollten sich vielleicht andere Bundesländer auch mal Gedanken machen, ob man im Frühjahr jetzt unbedingt jeden Imker zur Futterkranzprobe schickt für ein Gesundheitszeugnis oder das über solch ein Monitoring macht, abdeckt, ist Faulbrot irgendwo als Spore in den Völkern vorhanden. Ich habe jetzt das Letzte, was ich gelesen habe oder gehört habe, in Sachsen wird es wohl im Moment so gehandhabt, dass die, willst du mich ärgern? Weg. Dass die Imker, wenn die wandern, ein Gesundheitszeugnis haben müssen, und die Völker bzw. auch Belegstellen, die Ableger, die auf der Belegstelle waren, oder Begattungseinheiten besser gesagt, ein Ableger bleibt ja zu Hause stehen, die EWKs, Begattungskästchen. Ich muss also im Prinzip in Sachsen meine Belegstelle anfahren. Wenn ich meine Belegstelle angefahren ist, muss der BSV kommen, der Bienensachverständige, und muss dort ein Gesundheitszeugnis ausstellen, damit ich dann nach 2 Wochen, 3 Wochen, je nachdem wie lange die Begattungskästchen auf der Belegstelle bleiben, oder auch der Imker, der gewandert ist, seine Tracht nutzt, da muss der für Zweckwandern wieder ein Gesundheitszeugnis haben, weil der Status ist da nicht so bekannt, und ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, ob das so ein Stein des Weisen ist, zumal das Institut, das die Probe auswertet, braucht ein bisschen, das heißt also bei 2 Wochen Belegstelle. Ich fahre die Belegstelle an und muss im Prinzip dann an dem Tag, wo ich hingewandert bin oder hingefahren bin, müsste ich schon ein Gesundheitszeugnis erstellen lassen, inklusive Futterkranzprobe. Und dann stehen die Bienen 2 Wochen da, infizieren sich in der Zeit und gehen als angeblich gesunde Bienen nach Hause. Komisch. Weiß ich nicht, ob das sowas bringt. Also ich bin da eher skeptisch und sollten sich vielleicht manche Verantwortliche mal Gedanken drüber machen. Ich würde es besser finden, das Monitoring so wie in Hessen. Man sagt, das ist alles in Ordnung, oder man beprobt das flächendeckend, wirklich flächendeckend. Und
der Bienensachverständige würde dann im Prinzip nach einer Woche, eineinhalb hinkommen, würde dem Imker im schlimmsten Fall dann auf klinische Erkrankung irgendwas ausstellen. Und ja, wie gesagt, kein Fleisch, kein Fisch, komisch. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich habe jetzt hier reingeguckt, hier ist der Schied gesetzt. Ich werde jetzt nochmal an den Hauptstand fahren.